Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Reaction auf unserem Channel. Und zwar, ja, heute ist Silvester und ich glaube, das ist auch die Zeit der Jahresrückblicke. Und so blicken wir auch zurück, was alles so 2021 passiert ist. Der Rückblick von Simplicismus. Und ich bin sehr gespannt, abonniert gerne unseren Channel. Es war jetzt, ja, über eine Woche nicht, dass ich irgendwie hier war. Ich habe die Zeit voll genossen, es war sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet genug, Zeit mit der Familie, habt die Zeit gut verbracht und ja, zwischen den Jahren, Leben ist vorbei. Heute ist der letzte Tag des Jahres und deswegen starten wir eine Reaction. Abonniert den Channel gern, lasst gerne einen Daumen da und los geht's. Dieses legendäre Meme wurde als NFT verkauft und dieser 91-Jährige hat dank Paint über 300.000 Follower auf Instagram erreicht. Doch das ist nicht das Einzige, was dieses Jahr passiert ist. Was für ein Hype um Clubhouse. Our company is oh ja, die Meta. Meta. James Meta. Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Ja, ja, das stimmt. Von Space Cowboy Milliardären und Reddit Wall Street Kriegen. Stimmt, es ist verdammt viel passiert dieses Jahr und das geht eigentlich auch immer an einem irgendwie vorbei, weil jeder denkt so, boah, Corona. Dennoch ist so verdammt viel in diesem Jahr passiert und ich bin echt, ja, gehypt und ich freue mich natürlich auch auf die Zukunft, hoffentlich mit euch. Königlichem Drama und koreanischen Kinderspielen. Ah, Squid Games, zu geil. War viel zu wild. Stimmt. Ist echt viel Cooles passiert. Was war euer Lieblingsmoment oder wo denkt ihr so, puh, das hätte man besser nicht dieses oder Video brauchen müssen? Dieses Video ist letztes Jahr Teil einer Zusammenarbeit mit Mirko von Mr. Wissen2Go. Er hat sich angeschaut, welche Dinge sich 2022 ändern werden. Schaut da unbedingt nach diesem Video vorbei. Großbritannien ist seit Anfang des Jahres ja, die gehören auch irgendwie zusammen. Nicht mehr Teil genau. der Europäischen Union. Ein trauriger Tag, vor allem für junge Briten. Ein Grund zu feiern Boris für Johnson. Boris Johnson. Sein Freund Trump zweifelt auf der anderen Seite des Atlantiks immer noch die Präsidentschaftswahl an. Seine Anhänger stürmen kurze Zeit später das Kapitol. Fünf Menschen sterben. Daraufhin schluckt Trump die Niederlage. Joe Biden wird vereidigt und ist neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Das doch Bernie Sanders steht um die Show ja, genau. und erobert auf seinem Klappstuhl das Internet. Der Subreddit Wall Street Bets plant zur selben Zeit einen Angriff auf die Hedgefonds dieser Welt. Mitglieder GameStop. Des Forums kaufen massenweise GameStop-Aktien und katapultieren den Kurs to the moon. Keith Gill, aka Deep Value, wird zur Reddit-Legende und zum Multimillionen. Bist du der 34 Millionen? Nur weil sich die dachten, wir scheißen auf die und wir machen den Aktionären. Wir haben, glaube ich, auch auf ein Video reagiert. Schaut mir gerne auch auf die Playlist, aber trotzdem. Nur weil sie sich dachten, das so nicht, liebe Leute. Lokale Fitness-Bros überall auf der Welt mutieren parallel über Nacht zu Krypto-Experten. Bitcoin, Ether und Dogecoin gehen durch die Decke. Auch dank Doge-Vater Elon. And I'm excited for my Mother's Day gift. I just hope it's not Dogecoin. It is. Wer nicht damit beschäftigt ist, mit Aktien und Kryptos Millionär zu werden, hängt wahrscheinlich Clubhouse. Für ein paar Wochen auf Clubhouse ab. Die App ist auf einmal da und man kann ja, aber die war auf einmal da und auf einmal wieder weg. Also wirklich, wie gewonnen, so zerronnen auf Deutsch gesagt. Diese App hat gefühlt einen Monat existiert, da war sie gehypt und dann war es schon wieder vorbei. Abu Chaka und Flair dabei zuhören, wie sie Journalisten anschreien. Halt deine Schnauze. Nein, nein, Flair. Rede, Klaas, rede doch mal jetzt. Ihr merkt schon, 2021 verbringt man viel Zeit im Internet, weil da war ja was. Überall auf der Welt wird geimpft. Naja, überall dort, wo man reich ist. Und selbst dort läuft es erstmal so mittelgut. Mal ist zu wenig Impfstoff da, mal wollen Menschen sich nicht impfen lassen, obwohl es in einigen Zentren sogar Bratwurst gratis dazu gibt. Mal mutiert das Virus und ist auf einmal ansteckender als vorher. Omikron, Joko Delta. Und Klaas zeigen auf Pro7 und YouTube 15 Minuten des Alltags einer Pflegekraft in diesen schweren Zeiten. Masken sind trotz Maskenaffäre weiterhin Teil des Alltags, zusammen mit etlichen weiteren Maßnahmen und Einschränkungen. Die meisten davon sind sinnvoll und notwendig. Aber was war eigentlich in Düsseldorf los mit diesem komischen Verweilverbot? Auch die anstrengenden Zoom-Calls gehen weiter. Ja. Filter drauf. Im Sommer bleibt die Evergiven im Suezkanal stecken und blockiert den Handel zwischen Asien und Europa. Über die Website Is That Ship Still Stuck kann man live verfolgen, ob das Schiff noch feststeckt. Nach 6 Tagen ist die Antwort endlich No, it's on the move.
Aber nicht nur die Evergreen verlangsamt den Handel für ein paar Tage. Wegen der Pandemie und ein paar politischen Shenanigans kommt es auf der ganzen Welt zu Lieferengpässen und extrem langen Wartezeiten. Es gibt zum Beispiel zu wenig Chips, deshalb weniger Konsolen, Laptops, Handys, Waschmaschinen und Autos. Und die PS5, die gibt es nie. Verkauft dir irgendjemand eine PS5, by the way, irgendwer? Ach ja, die Fußball-Europameisterschaft 2020 und die Olympischen Sommerspiele 2020 finden 2021 ebenfalls statt. Wir sind uns nicht sicher, welches Land jeweils gewonnen hat. Das Highlight bei den Olympischen Spielen ist aber definitiv der Kameramann, der das Trampolinspringen filmt. Milliardäre machen einen Vergleich, wer es eher in den Weltraum schafft. Sowohl Richard Branson als auch Jeff Bezos lassen sich ins All befördern. Über 100.000 Leute hätten sich gewünscht, dass Jeff doch einfach gleich dort Milliardäre. Es haben wirklich Leute abgestimmt, dass der gleich im All bleiben soll. Gott sei Dank gab es dafür kein Geld, sonst hätten die Mitarbeiter das vielleicht sogar noch gemacht. Spielen also Astronauten und Cowboys wie bei Firefly. Nathan Fillion. Das britische Königshaus spielt derweil Get Out. Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle geben Oprah ein Exklusivinterview. Skandal. Wer hätte gedacht, dass das britische Königshaus rassistisch sein könnte? Wer keinen Bock auf dieses Drama hat, kann sich die Zeit mit haufenweise neuen Videospielen und Serien vertreiben. Plötzlich kennt so gut wie jeder koreanische Kinderspiele. Rotes Licht, grünes Licht und so. 2021 Spider-Man. Kann man auch endlich wieder richtig gute Filme im Kino schauen. Verdächtigerweise gleich zwei mit Timothée Chalamet. Wem das alles nicht mehr genug ist, für den hat Meta-CEO Mark Zuckerberg einen revolutionären... Meta-CEO, also es ist wieder zu genial, aber das Problem ist halt, ich stelle mir ja die Frage... ...einen virtuellen Ort, in dem man sich zukünftig ausleben kann. Das Metaverse. Oh mein Gott. Today we're gonna talk about das Schlechtes. Vielleicht will sich Zuck in seiner alternativen Welt vor den heftigen Vorwürfen gegen seine Konzerne verstecken. Facebook soll nämlich Hassrede fördern und Instagram soll Jugendliche depressiv machen. Vielleicht will Zuck aber auch vor den Folgen des Klimawandels in sein Metaverse flüchten. Deutschland und der Rest der Welt werden dieses Jahr wieder von Naturkatastrophen geplagt. Heftige Hochwasser, Waldbrände überall auf der Welt. Es ist noch ein sehr weiter Weg zur Klimaneutralität. Auch wenn Philipp Amthor vorerst kein Auto mehr fahren darf. Doch nicht nur Wälder, auch der Golf von Mexiko brennt mal wieder. Der Golf von Mexiko brennt, allein das, man hat es natürlich mitbekommen, aber trotzdem, das ist ein Wasser brennt und das ist halt... Diesmal nicht wegen BP, sondern wegen einem mexikanischen Ölkonzern. Primex. Grund ist ein Gasleck in einer Unterwasserpipeline. Etliche Memes, dass sich das Meer doch einfach selbst löschen soll, erobern das Internet. Ebenso wie dieses Selfie. Denn Deutschland hat gewählt. 16 Jahre sind eine lange Zeit. Bye bye, Angie. Hallo Ampelkoalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz. 2021 war definitiv viel zu wild. Wie kann das noch weitergehen? Mirkos Video zu Dingen, die sich nächstes Jahr verändern werden, findet ihr auf der Endcard und ganz oben in der Beschreibung. Ein Video reicht nicht aus, um die vielen Ereignisse dieses Jahres zusammenzufassen. In China wurde Malaria offiziell ausgerottet, Julian Reichelt wurde gefeuert und katholische Gemeinden haben homosexuelle Paare gesegnet, um dem Vatikan gegenüber Flagge zu zeigen. Und wir haben dieses Jahr 1 Million Abonnenten. Das ist natürlich mega. Ein ganz besonderer persönlicher Meilenstein für uns. Ein Special folgt alsbald. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Highlights waren. Auch eure persönlichen. Ansonsten wünschen David, ich und das ganze Simpli-Team euch einen guten Rutsch. Cool. Bleibt gesund und cheers. Cheers. War auf jeden Fall ein tolles Video. Man vergisst halt auch echt vieles, was so passiert ist. Wir leben in einer Zeit, die echt schnell sich bewegt. Und ja, ich meine, ich hoffe natürlich, dass wir auch was erleben hier noch. Aber natürlich, die Welt ist im Wandel, im Wechsel und es passiert jedes Jahr so verdammt viel. Und ich hoffe, ihr seid vielleicht schon durch Bitcoin Millionär geworden. Damals wollte ich mir sogar Bitcoins kaufen. Dachte mir aber so, nee, das ist 2000 und so. Das, ja, dachte ich, wow, das ist viel. Aber wenn du jetzt guckst, du 50, 60, 70.000 und die Ratings und so weiter gehen rauf und. Wo führt das noch mit dem Weltraumtourismus hin? Es ist echt ein Jahr, wo vieles passiert ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, nicht stehen zu bleiben. Immer weiter nach vorne. Sonst, ja, würde es keine Jahresrückblicke geben. Sonst würden wir immer nur das Gleiche sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel und lasst euch gerne einen Daumen rum da. Wir werden auch auf jeden Fall was Neues hier probieren und das ab nächster Woche. Also seid unbedingt gern dabei. Wir werden
diese Woche noch viel Stuff bringen. Ich möchte noch ein paar Karrieren und so weiter zu Ende bringen und dann werden wir echt vieles Neues hier probieren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Da gibt es aber in nächster Zukunft noch ein bisschen Info. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.